die Wollangstraße in Berlin. Hinter diesem Bahnhof verliegt die Berliner Mauer. Im westlichen Wedding, nur 100 Meter entfernt, liegt die Weinstube. Chefin Angelika Noah kann sich an die DDR-Zeit genau erinnern. Also dort war die Mauer. Es war so eine Art Sackgasse gewesen. Über die Mauer konnte man leider nicht drüber weggucken. Stacheldraht hat man aber auch nicht gesehen. Wenn man auf die S-Bahn gegangen ist, hat man rüberschauen können. Seit 37 Jahren besitzen Angelika und ihr Mann den ehemaligen Weinkeller. Während der Zeit der Mauer gab es kaum Verkehr. Sie waren wie abgeschnitten von der Welt. Den Mauerfall bekamen Angelika und ihre Gäste zuerst gar nicht mit. Samstagabend ist hier ein Radfahrer vorbeigekommen. Die Mauer ist auf! Die Mauer ist auf. Da haben wir hier von gar nichts mitbekommen. Das war dann Bornholmer Straße halt, wo die den ersten Abend. Dann sind wir noch abends noch dahin gefahren, haben da geguckt. Naja, und einen Tag später, kann man sagen, haben dann die Leute versucht, hier die Mauer selbst einzureißen. Mit Hammer und Meißel. Einer hat so ja versucht, mit dem Abschleppseil versucht, die Mauer einzureißen mit dem Auto. Hat natürlich nicht geklappt. Wegen der plötzlichen Laufkundschaft wurden die Öffnungszeiten von 20 auf 1 Uhr nachts verlängert. Das Biersortiment wurde erweitert und es gab neue Trinkgewohnheiten. Das zum Beispiel ist eine Sache, wo wir uns dran gewöhnen mussten. Die Ossis haben 4 Cl getrunken, die Wessis nur 2 Cl. Also mussten wir uns dementsprechend viele große Gläser anschaffen. Auch Carsten Frost hat die Nachricht des Mauerfalls in der Kneipe erfahren, aber auf der Ostseite. Also natürlich Ängste gehabt, wie geht das weiter, was passiert, geht die Mauer wieder zu oder ist das jetzt für immer? Oder? Nach 25 Jahren kann Ost und West immer noch gemeinsam am Tresen trinken. Dass die Mauer weg ist, ist auf jeden Fall gut. Das ist halt alles Deutschland, ne? Ist alles Berlin irgendwie, meine. Keinen Sinn drin gewesen. Also ich sah keinen Sinn drin, das Mauer. Das ist ein geteiltes Volk. So wird es in der Weinstube immer zwei Größen von Schnapsgläsern geben.